Also da muss man genau schauen, um was für ein Medikament es sich handelt und ob es hier sich darum handelt, dass es möglicherweise Effekte auf den Herzmuskeln Richtung Herzschwäche geben kann oder dass sozusagen die elektrische Aktivität des Herzens gestört werden kann, dass eben Rhythmusstörungen auftreten können. Von daher muss man diese Warnung ernst nehmen und im Zweifel mit dem behandelnden Arzt nicht nur besprechen, sondern im Zweifel eben auch ein EKG oder ein Ultraschall anfertigen lassen. Zur Prävention ist am besten, den Auslöser zu vermeiden. Das ist in dem Fall schwierig. Dieses Broken Heart Syndrom heißt, dass in bestimmten Stresssituationen, das kann eben, und darauf zielt die Frage, kann eben auch ein emotionaler Stress sein, kann Beziehungsangst, Beziehungsproblem oder auch Verlust einer geliebten Person sein, Todesfälle in der Familie. Und dann kann es eben zu einer akuten Herzschwäche, dem sogenannten Broken Heart Syndrom, kommen. Auch da kann man nur sagen, das ist etwas, was in der Regel dann über Notfallpraxen, Notfallambulanzen sofort abgeklärt, untersucht werden muss. Und die Patienten müssen dann auch in der Regel, wenn so etwas akut auftritt, stationär aufgenommen und überwacht werden. Strophantin ist ein Medikament aus der Gruppe der Herzglykoside, die heute nur noch sehr selten gegeben werden, weil man gesehen hat, dass die Nebenwirkungsrate deutlich höher ist als der Nutzen, sodass man davon im Wesentlichen abgesehen hat. Die Menschen, die das schon haben und darauf eingestellt sind, auf dieses Medikament, denen wollen wir es nicht vorenthalten, aber eine Neueinstellung auf diese Medikamente ist heute nicht mehr sinnvoll, weil einfach die Daten fehlen, die zeigen, dass es etwas bringt.